Moin Moin, ja, hier ist wieder Delphi mit einer weiteren Folge mit Landwirtschaft Simulator 2013. So, ich habe jetzt hier so einen Zeitsprung gemacht. Und zwar hat mir dann die letzte Folge die Rübenernten fertig gemacht. So, jetzt habe ich die Kartoffeln soweit, dass wir jetzt ernten können. Aber wir brauchten erstmal die Technik dafür. Ohne die Technik können wir keine Kartoffeln ernten. So, jetzt muss ich gerade mal hier gucken. Ja, genau. Und zwar geht es jetzt um diese Maschine hier. Die Grimme Tekton 415. Hat 496 PS. Ja, mit der Einführung des Tekton 415 wurde eine neue Leistungsklasse der Kartoffelernte definiert. Vierreihig aus der Gare ruhen. Schonend Absiebung über die gesamte Maschinenbreite und ausgezeichneter Bodenschutz sind nach wie vor die Kernmerkmale des Tekton. So, naja, das ist ein stolzer Preis, war mit 479.990. Aber wir haben ja noch Kohle. Wir sind ja schon mittlerweile über 14 Millionen. So, davon kaufen wir auch gleich. Zwei. Ich hoffe, dass er das gemacht hat. Das werden wir ja nämlich gleich sehen. Ne, das sind ja die Rübenmaschinen. Ah ja, hier stehen sie. Ja, nicht viel anders wie die Rüben, aber ja, schauen wir uns noch von innen drin an. Ja, eigentlich fast genauso. Ja, nur dass vorne das anders ist. So. Eieiei. Na denn, dann werden wir mal sehen, dass wir zu unserem Feld kommen. Mal sehen, ob wir hier gleich rumkommen. Ah, guck mal an, Junge, das funktioniert ja. Gut, also heute geht es endlich los mit Kartoffeln ernten. Der Gute ist ja, wir haben nicht so einen weiten Weg. Da war der Weg mit den Rüben doch ein bisschen weiter, aber ja, so Höchstgeschwindigkeit so 25 km/h. Ja, war zu erwarten gewesen, aber ja. Oh, hier könnte jemand noch sitzen. Ja. Ganz schönes Geschoss, wa? Ja, macht richtig Laune und richtig Spaß damit zu arbeiten. Also, na gut. Ja, wir werden gleich hier hinten gleich anfangen und mit den anderen auf die andere Seite und arbeiten und dann wieder, so wie bei der Rüben, uns dann in die Mitte. Natürlich machen wir dann bis zum bitteren Ende, werden wir hier dieses Feld mit unseren Kartoffelmaschinen hier das abernten. Und wir könnten aber auch gleich noch einen Traktor gleich heute noch vorstellen. Das könnten wir eigentlich noch machen. So, natürlich müssen wir erstmal aufstellen. So, mit X-Taste. Zack. So, muss er sich erstmal aufstellen alles. Das ist nachher... Ja, ist schon eine feine Sache. So, dann lassen wir den Helfer gleich mal hier loslegen und da kullern hier unsere schönen Kartoffeln. Super, perfekt. So, dann natürlich zum nächsten. Ich denke mir, den Puma werden wir hier gleich noch verkaufen und dafür einen neuen holen. Da können wir ja gleich noch nachher ausprobieren, ob wir vielleicht hier bei den Kartoffeln hier, ob wir mit einem großen Hänger unterkommen. Das könnten wir gleich noch ausprobieren. Ansonsten müssen wir natürlich wieder den normalen Hänger nehmen, was wir bei den Rüben hatten. So, die Rundumleuchte, wunderbar. Siehst du, das haben wir ja noch nicht ausprobiert.
Ja, Beleuchtung. Perfekt. Und hinten halt. Jetzt wären wir schon bald vorbeigefahren, meine Freunde und Freundinnen. So, natürlich müssen wir erstmal wieder aufklappen alles. Aber schön anzusehen. So, na gut. Dann lassen wir den Helfer hier mal starten. Und genau, den wollten wir hier gleich verkaufen. Das Gewicht könnten wir ja gleich stehen lassen. Und den KSIH Puma, den werden wir jetzt hier ja einfach verkaufen. So macht es wirklich Laune mit diesem Trecker, also aber nachher zu viele Fahrzeuge ist auch nicht gut. So, dafür kriegen wir 105.000. Gut, der ist verkauft. So, und dann wollten wir gleich mal wegen einen neuen Traktor. Und zwar nochmal, hier haben wir den Deutz Akkotron X720 mit 275 PS. Den anderen, den wir hier haben, der hat ja 263 PS und der hat hier 275 PS. Der Akkotron X720 ist ein Großtraktor aus der Akkotron X-Serie, der sich unter anderem durch seine Hubkraft von 10,5 Tonnen auszeichnet. Na, das werden wir mal gleich testen. So, den haben wir jetzt auch gekauft. So, da steht unser, ja, kann man schon sagen, das ist schon ein Monstrum, ne? Ja, das sieht doch schon, er hat schon hier gewaltige Räder, also gut. Mal gucken, die Rundumleuchte funktioniert. Ach, der hat hinten auch nochmal zusätzliche Scheinwerfer. Ja, und innen drinne, naja, normal. Für den Teil, aber Panoramadach haben wir. Aha. Rückspiegel funktioniert nicht. Gut, jetzt fahren wir erstmal zum Hof, um dort den Hänger. Ihr habt schon gehört, wie ihr alle gleich schon losgeschrien habt und sagt: Hallo, du hast das Gewicht vergessen. Gut, bei so einem großen Traktor brauchen wir eigentlich kein Gewicht, aber wir machen den ja ran. Deswegen haben wir den hier. Gut, so, den haben wir jetzt dran. So, jetzt aber mit Schmackos. Mal sehen, wie schnell er unterwegs ist. Der andere bringt ja 60 km/h. Na gut, das bringt ja nicht. Der bringt hier 51 km/h. Aber wir wollen ja nicht hier kein Wettrennen fahren damit. Entschuldigung. So. Probieren wir erstmal mit den Großen hier aus. Sollte nicht funktionieren, müssen wir den Kleinen nehmen. Müssen wir natürlich den anderen Deutz-Fahrer hier dann mal wegfahren. Aber wenn wir das nie ausprobieren, werden wir das nie wissen. So. Ja, wo ist er denn? Ach, da hinten ist er. Ja, mir war gerade mein Hörer hier verrutscht. So, na, dann bin ich doch mal gespannt. Wäre ja schön, wenn er da unterpassen würde. Das scheint aber ganz gut auszusehen. Also, oh ja. Also mit den großen Hänger passen wir hier bei den Kartoffeln wunderbar unter. Also, nicht schlecht. Mal vorstellen, eine Reihe und er hat schon 15.000 Liter schon. So, jetzt fahren wir mal
rüber zum anderen. Also ich glaube, hier werden noch einige Folgen kommen. Also wenn wir das hier alles durch haben. Ja, aber das machen wir. So, da hinten ist er. Naja, der hat hier nicht so einen langen Weg. Oh, der ist ja schon ziemlich voll hier. Aber ich bin schon zufrieden, dass der mit dem großen Hänger hier schön unterpasst. Also wirklich, das ist Maßarbeit. Cool. Eimung frei. Gefällt mir. Oh, der ist schon leer. Super. Aber berghoch zieht er trotzdem mit 50 km/h. Also nicht schlecht. So, jetzt haben wir ja so ein bisschen Luft. Ah, genau das. Dadurch, weil ich jetzt einen Zeitsprung gemacht habe, ist ja natürlich hier alles wieder leer. Und das muss jetzt wieder ein bisschen nachgefüllt werden. Wir werden hier mal 3 Schaufeln da, Radladerschaufeln da reinkippen, dass die Anlage ein bisschen was zu tun hat. Und dann springen wir schnell zu unserem neuen Deutz-Fahr rüber. Und ich denke mir, dann werden wir den Rest da voll machen. Dann können wir wieder wegbringen. Dann zum Ende der Folge nachher, denn könnten wir noch mal gucken, ob denn schon unser Mais schon so weit ist. Hoffen wir noch nicht. Wenn er nämlich nicht, dass er uns nachher verdorrt, also dann haben wir nichts draus gewonnen. Also wäre schön, wenn wir die Kartoffeln alles fertig machen würden, so wie wir die Rüben gemacht haben. Dann wäre die Sache perfekt. So, einen holen wir noch. So, dann werden wir mal gleich. Naja, umso mehr Fahrzeuge man hat, umso länger dauert man hier durch. Oh, 45%. Der ist schon bei 69%. Ja. Fahren wir bei denen da hinten hin gleich, genau. Der steht in die Fahrtrichtung. Ich denke mir, der hat am meisten drin. Entschuldigung. Und schon ist er voll. So, meine Freunde, was ich noch so erzählen wollte. Ich hatte ja bei irgendeiner Folge, weiß nicht, ob es bei der letzte oder vorletzte, also weiß ich nicht, irgendeiner Folge habe ich ja mal erwähnt, weil viele geschrieben haben wegen FIFA 22. Ja, ich habe jetzt letzter Zeit mal ein bisschen reingeschaut, ein bisschen ausprobiert, ein bisschen gespielt.
Also, das macht wirklich Laune. Also, ich denke mir, da werde ich denn mal einen Karrieremodus, ein Turnier so mal durchspielen für euch. Aber was mir so aufgefallen ist, schade drum, dass man da nicht irgendwie in der Liga aufsteigen kann. Also sprich, wenn man in dritte Liga anfängt, habe ich so, und man ist da Erster geworden und dass man dann anschließend nicht in der zweite Liga dort weiterspielt. Also man fängt dann wieder ursprünglich mit der dritten Liga an. Ja, das ist das einzige Manko, was ich bis jetzt so festgestellt habe. Aber okay, wir machen das. Und ich denke mir, ich werde auch gleich die erste Bundesliga nehmen. Und mannschaftmäßig, ja, müssen wir erstmal sehen. Das werde ich dann wahrscheinlich auslosen, welchen Verein wir da nehmen. Und dann schauen wir mal, dass wir da Meister werden. Ne? Aber wann ich den rausbringe, kann ich jetzt noch nicht genau sagen, weil ich bin da noch eigentlich so ein bisschen noch in die Vorbereitung da. Man will ja nicht irgendwas denn zeigen, was denn nachher nach hinten losgeht, ne? So. Das ist ja auch schon wieder fast 40%. Jawohl. Ja, ja, ich muss doch weg da. Schöner Aussicht ist es ja. Herrlich. Ja, hier hatten wir die Rüben letzte Folgen abgeerntet. So. Warten wir erstmal, bis er wenn ihr wendet hat, und dann fahren wir dann mal gleich unter. Man hätte ja auch zur Not jetzt, sag ich mal, noch eine dritte Maschine holen können und den in der Mitte laufen können, aber ja, man könnte. Vielleicht machen wir es auch so, dass wir uns dann vielleicht noch eine holen und den in der Mitte dann starten lassen, ja. Oder? Dann haben wir das nämlich schneller hier abgeerntet, oder? Gut. Okay. Wir werden erstmal den hier abtanken. Noch nicht, der ist schon voll. Sieht so aus. Tatsächlich. Ist ja ein Ding. Die Reihe hat er sich ja noch fertig gemacht, aber. Aber ich denke mir, wenn wir jetzt noch einen dritten ranholen, dann, schaffen wir das nicht so schnell, die abzutanken. Also, ich würde lassen wir, glaube ich, Zweier. Ist jetzt bloß, weil die zu weit auseinander sind, aber die arbeiten ja immer dichter zusammen und dann geht es ja auch nachher schneller. So. Mal gucken. Ach, der ist gerade da. Passt ja. Hey, wir müssen ja da. Weg. Fast in die falsche Seite. Untergefahren.
Ich hoffe, dass wir jetzt hier voll kriegen. Jawohl. Perfekt. So, das ist unsere zweite Fuhre, die wir jetzt schon wegbringen. Fast 47.000 Liter. Ja, zweite Fuhre schon. Wir können ja mal gleich noch mal hier kurz mal anhalten. Oh, ich sehe schon. Da sind ja wieder reichlich an Eier. Siehst du, Eier wollten wir ja auch noch wegbringen. Ja, ihr macht ja ein schönes Spektakel hier, meine Freunde. Ja. Aber sie sind fleißig hier. Schöne, schön viel, sehr viele Eier. Na, bist noch dabei, ja? Na. Die wollten wir ja dann auch noch wegbringen. Das könnten wir ja dann fast in den letzten Folgen dann machen. Vielleicht sammeln wir da noch ein paar Eier hier, dass wir noch ein paar zusammenkriegen. Einfach hier langlaufen und dann sammeln die schon automatisch. Da so sind wir dann Ei. Ja, aber... Halt, da ist noch eins. Boah, eine ganze Menge hier rum. Ja, manchmal läuft man hier durch. Ah, siehst du? Einfach in den Strüppen und krass. Sind dann auch manche noch so versteckt. Aber ja, gewaltig, gewaltig. Ja, hier wieder lang durch noch. Ja. Und schon sieht der Hof schon wieder sauber aus. Ich hoffe, dass ich jetzt alle Eier eingesammelt habe. Zack. Gut, und wir werden erstmal unsere Fuhre erstmal auskippen. Oh, der Berg wächst und wächst. Naja, gut, jetzt wird er nicht mehr. Jetzt heißt es nur noch immer reinkippen, reinkippen. Aber mehr wird er nicht mehr. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen. Alles noch im grünen Bereich. Oh ja, wow. Ja, er hat den Trecker hier abgestellt. Ah, mal schauen, wie viel Fuhren wir noch schaffen. Vielleicht noch ein oder zwei. Und auch schon wieder eng werden. Schauen wir mal kurz. Nee. Auch nicht, auch nicht. Oh, der ist ja auch schon bei 72%. Der ist ja schon fast voll. Und der, oh, der ist ja auch schon bei 90. Aber dann müssen wir aber mal sputen. Da haben wir nicht viel Zeit, meine Freunde. Aber da purzeln sie wieder. Gott sei Dank haben wir hier einen großen Hänger. Mal vorstellen, wir müssten jetzt alles mit unseren kleinen Hänger, was wir mit den Rüben gemacht haben, wie oft wir da hin und her fahren hätten müssen, ja. Oh, ist alles raus hier. Scheint so. Uah, jetzt haben wir ihm aber
vorne geschnitten. Aber alles gut, nichts passiert. Ja, er wendet gerade perfekt. Kommt wieder hin. Ja, wir sind ein eingespieltes Team hier. Ich und die Helfer. Aber manchmal hat man auch ganz schöne Probleme mit der Helfer, also. So, schnell hier runter, bevor er stehen bleibt. Nach sich 90% haben wir jetzt schon wieder drin. Kann ich das Ding noch voll kriegen? Nee, glaube ich nicht. Wenn wir jetzt hier mal kurz stehen, lassen den erstmal wenden und dann denke ich mir, werden wir die restlichen 5 oder 6%, die uns jetzt hier noch fehlen, voll machen. Ja, und dann glaube nicht, dass wir noch eine Fuhre schaffen, oder? Müssen wir kurz schauen. Naja, ich würde sagen, wir sind dann mit unserer heutigen Folge schon leider wieder am Ende, aber es geht ja hier in der nächsten Folge wieder weiter. Wie gehabt. Ihr kennt mich ja. So. Machen wir die restlichen voll. Jetzt ist er voll. Ah ja, von der Höhe passt da gerade so und da, aber es reicht. Auf jeden Fall besser wie bei den Rüben. Aber ich muss bald sagen, da ist mir der andere Deutsch, der eine Nummer kleiner ist, mit 10 PS weniger, mir fast lieber noch wie der hier. Ja. Von Aussehen, von Kraft, von kräftigmäßig ist der hier besser, aber der andere ist irgendwie, muss ich sagen, vielleicht sportlicher in so in die Richtung. Schneller. Ja, macht doch 10 km/h mehr. Aber man muss ja auch dann nachher wissen, für welche Fahrzeuge, für welchen Zwecken eingesetzt werden. So. So, meine Freunde, denken wir, wir sind heute mit unserer Folge leider wieder am Ende. Ich hoffe, dass euch genauso wieder Spaß gemacht hat beim Zuschauen. Ja, wenn ihr irgendwie Wünsche habt, könnt ihr ruhig schreiben oder irgendeinen Kommentar, wie man es vielleicht besser machen könnte oder vielleicht andere Spiele, die euch vielleicht mehr interessiert, dass ich da vielleicht mal ein bisschen reinschnuppere und um euch das zu zeigen, wie zum Beispiel jetzt mit der FIFA wurde mir von mehreren vorgeschlagen und ja, man hat mal reingeschnuppert und siehe da, ich glaube ich habe da gleich Feuer gefangen. So, würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo und einen Daumen da lässt. Würde ich mir riesig freuen. Und ich sage für heute, ciao, ciao, haut rein, euer Delphi. Bleibt gesund, Leute. Ciao, ciao.